karma is a bitch. Some say that karma is a bitch. To the big show. Okay, so last week I had to travel to San Jose on business. I called about 3 hotels. They didn't have anything. Apparently there was a Macworld convention going on or something, but I did call a hotel that had a room for me. I didn't know at the time it was a haunted hotel. I mean, I should have guessed it was a haunted hotel, because the minute I walked in, there was a huge portrait of this woman named Mary. She was the matriarch of the family that owned the mansion that was the hotel before it was renovated and it turned into this haunted hotel. Moin! Jo, heute mal ein Video der etwas anderen Art. Ich stelle euch nämlich ein Klappmesser von einem unserer, ja, von einem unserer deutschen Jungs vor. Junger Messermacher, der Raphael Stach. Ich habe seine Messer immer auf Facebook in der Piratengruppe gesehen und muss gestehen, dass ich jedes Mal sehr, sehr beeindruckt war von der sauberen Fertigung, welche seine Messermodelle aufwiesen. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich dadurch immer wieder so ein Kommentarkontakt ergeben. Ja, und zuletzt hat er so ein kurzes Testvideo hochgeladen, zu diesem Helios-Prototypen, den ihr hier seht, über die Flipper-Action und fragte, wie die denn so wäre, so unser Eindruck. Und ich schrieb dann halt, natürlich nicht ganz ernst gemeint, so aus der Ferne kann ich gar nicht beurteilen, weiß ich nicht, schick mal her, ich stell's dir ein und so weiter und so fort. Und dann hat der Raphael sich bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich schick dir das Teil mal rum, dann kannst du es dir anschauen. Ja, und jetzt ist es da und gleich vorab, ich bin wahrlich, wahrlich schwer beeindruckt. Es passiert ja immer wieder, dass man Messer in der Hand hat, die im Grunde gar kein Messer sind, sondern mehr oder weniger Kunst, wirklich eine Skulptur darstellen. Und dazu gehört dieses Modell hier vom Raphael Stach. Das ist eine wahre Skulptur, das Helios. Ich freue mich also wirklich sehr, euch ein bisschen was über Raphael zu erzählen und zu diesem Prototypen hier. Ganz, ganz außergewöhnliches und hoch beeindruckendes Messer. Ja, fangen wir mal mit ein paar Infos zu Raphael an. Das war bei ihm so, wie so oft, dass von klein auf er von Messern wirklich begeistert war und sie gerne benutzt hat. Und familiär bedingt hat ihm der handwerkliche Umgang mit Holz und Metall sehr gefallen. Und da hat er mit 17 dann eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker gemacht und ein paar Jahre später seinen Meister rangehangen. Und und da sieht man an seinem Messer auch einfach, dass der Raphael weiß, was er da tut. Da scheint er ein gutes Verständnis zu haben. Also ein mechanisches, technisches wie handwerkliches Verständnis. Und nachdem er dann seinen Meister in der Tasche hatte, wollte er sich eine kleine Auszeit gönnen. Ja, wollte ein paar Tracking-Touren machen. Und für solche Touren braucht man natürlich Messer, klarer Fall. Und er fragte sich dann, warum eins kaufen, wenn er sich ein Messer nach seinen Vorstellungen selbst bauen kann. Und dann ist es auch flugs passiert, da war der Messerbau-Virus drin und den wurde auch nicht los. Was folgte, war dann ein Bildungsweg, ein Erfahrungsweg, in welchem er sich sehr mit der Mechanik von Klappmessern, von Taschenmessern beschäftigte, mit Verschlüssen, sich mit all dem auseinandersetzte und nach Möglichkeiten suchte, wie man einfach so ein Taschenmesser cleaner, sauberer aufbauen kann. Also keine sichtbaren Verschraubungen im Griff. Seht ihr hier ja auch, das ist wirklich fantastisch. Die sind dann innen angebracht, aber da kommen wir noch zu. Damit hat er sich halt wirklich sehr, sehr stark auseinandergesetzt und ist auch nach wie vor dabei, sich immer weiter zu verbessern. Wobei ich wirklich sagen muss, dass Raphael auf dem allerbesten Weg ist. Was er hier abliefert, ist, ich erwähnte es schon mal, hoch beeindruckend. Ich habe ja doch schon das ein oder andere Messer in der Hand gehabt und auch einige Customs in den letzten Jahren, auch an Klappern. Und da braucht der Raphael sich nicht verstecken. Das ist schon
extrem beeindruckend. Eigentlich gehe ich so weit, dass ich sagen würde, so ein Teil muss mal bei Jim Skelton in der Hand landen, einfach damit der Raphael bei den Amis mal bekannt wird. Fertigen tut der Raphael seine Messer größtenteils in eigener Kleinserie, seine eigenen Designs, aber natürlich fertigt er auch Einzelanfertigung in Auftrag. Kontaktdaten zu Raphael werde ich euch alles in die Videobeschreibung ballern. Infos zum Beispiel zur Blade Community, zur Messerherstellung und auch Kontaktdaten, Kontaktinfos, wie ihr Kontakt zu Raphael aufnehmen könnt, wenn euch zum Beispiel dieses Helios-Modell hier gefällt. Wie gesagt, checkt da mal die Videobeschreibung aus, da findet ihr alles. Seine Philosophie, die ist recht simpel, wie sie gut ist. Gute Messer bauen, Qualität stetig verbessern, die eigene Werkstatt optimieren und dabei stets eigene Wege zu begehen, sich zu verbessern. Das erscheint mir alles sehr, sehr sinnig. Und ich wünsche, Raphael, ich wünsche dir dabei wirklich das Allerbeste, viel Erfolg. Und ich hoffe, mit diesem Video so ein bisschen dazu beitragen zu können, deine Messer, deine Bekanntheit ein bisschen zu pushen. Das hast du absolut verdient. Das ist wirklich sensationell, was du hier ablieferst. Fertigung der Messer von Raphael. Also berufsbedingt kann er eine CNC-Maschine bis 5 Achs bedienen und programmieren. Erfolgt bei ihm aber ohne CNC-Einsatz. Also hier wird nichts CNC-maschinell gearbeitet. Das ist alles Handarbeit mit Fräse, mit Tellerschleifer, mit Handbügelsäge. So fertigt Raphael seine Messer. Und so spart er sich nach eigener Aussage dann auch den Weg ins Gym, ins Fitnessstudio, weil da ist dann wirklich noch ein bisschen Manpower, ein bisschen Muskelkraft gefragt, wenn man halt mit so einer Handbügelsäge Metall bearbeitet und. Und dabei ist es dann halt auch hoch beeindruckend. Das ist, glaube ich, mein Lieblingswort zu Raphaels Messern. Hoch beeindruckend, wie sauber er das anpasst. Hoch beeindruckend, wie ich schon sagte. Und das Schöne ist, das ließ er mich auch immer wieder wissen. Der steht mit seinem vollen Rücken aus purer Überzeugung hinter seinen Produkten. Und das spürt man auch. Kann ich nicht anders sagen. Das spürt man wirklich. Vorn und hinten. Ja, das hier ist, wie gesagt, der Helios-Prototyp. Wir können ja mal ein paar technische Daten dazu raushauen. Wir haben hier nicht ganz 23,5 cm Gesamtlänge. Davon ungefähr 10 cm Klinge, 9 cm, ein bisschen mehr, 9,5 effektiv scharf. 3,1 bis 3,2 mm haben wir hier an Klingenstärke. Hier nochmal einer der optischen Highlights dieses Messers. Dieses wirklich wunderbare Jimping. Ganz, ganz eigene Wege, super sauber angebracht. Ist hier ja so eine kleine Daumenmulde bei der Klinge. Da findet sich der Daumen auch ganz natürlich. Hat nicht die höchste Traktion, hat ein bisschen Traktion, sieht aber einfach nur gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben den primären Anschliff knapp zur Hälfte. Titan, wie die ganze Klinge, alles gestrahlt. Wir haben einen Flachschliff, der ist auch schön sauber ausgeführt für die Stärke. Damit dürftest du wunderbar schneiden können. Gefällt mir alles sehr, sehr gut bei diesem Modell hier. Wir haben als Klingenstahl den RWL 34, den hatte ich schon mehrfach, hat mir immer, immer gut gefallen, dieser Stahl. Tolle, tolle Wahl, meiner Meinung nach. Das Gewicht ist relativ hoch, also ist schon enorm. Wir reden hier von ungefähr 225 Gramm. Aber das Messer mit 23,5 cm ist auch sehr, sehr lang. Hat man es dann in der Hand, ist die Balance hier so gut gewählt, dass sofort, wenn die Hand sich umschließt, das Gewicht verschwindet. Ich kann es nicht anders sagen. In der offenen Hand, man spürt es schon, schließt man die Hand, ist das Gewicht nicht mehr da und man möchte einfach nur noch arbeiten mit diesem Messer, mit diesem Modell. Technisch ist das vom Allerfeinsten, kann ich nicht anders sagen. Die Klinge ist perfekt mittig zentriert. Der
Titan-Liner-Lock, der steht sowas wie eine 1, jedes Mal. Und dabei ist es völlig egal, ob ich das Ding ganz, ganz langsam öffne oder die Klinge wirklich mit Wucht aufwerfe. Das Ding steht wie eine 1. Also was Raphael da macht, ja, hoch beeindruckend. Absolute Spitzenklasse. Wirklich, wirklich nice. Backen, Titan, eine wunderbare Custom-Achsschraube. Natürlich bekommt man ein Achstool mit, ein Werkzeug, um die Achsschraube zu verstellen, um eventuellen Klingenstand einzustellen, Klingenspiel etc. Das hat dieses Messer weder links, rechts noch auf und ab, absolut gar nichts. So sollte das sein beim Kastenmesser und das bekommt man hier auch. Gestrahlte Titanbacken, Ebenholz, vermutlich das schönste Ebenholz, was ich je gesehen habe. Zwischen so ein Mix aus Ebenholz und Mooreiche. Sehr, sehr schön. Beides matcht sich auch total gut, beide Seiten. Wunderschöne Holzstruktur, Schraffur längsseits, macht mächtig was her. Eigene Linien finden sich hier in beiden Materialien, im Holz wie im Titan. Und bei diesem Messer ist es wirklich so, dass man muss schon genau hinfühlen. Die Nerven in den Fingern müssen schon gut aufpassen, damit sie den Übergang, den Materialübergang überhaupt spüren. Denn Übergänge gibt es hier nicht. Die sind nicht fühlbar. Wenn man genau aufpasst, dann kann man dann spürt man vielleicht, dass man auf einem anderen Material ist, aber das ist schon sensationell sauber alles. Und ich fand es ganz amüsant, hochinteressant eigentlich eher, hochbeeindruckend meinte ich, dass der Raphael sein größter Kritiker ist und mir selber schrieb oder so, dass Holz ja natürlich so ein lebendiger Werkstoff ist, der lebt und der kann sich natürlich im Laufe der Jahre, der Zeit noch verändern. Das hängt immer damit zusammen, ob Holz da noch ein bisschen schrumpft. Und hier wäre das wohl nach seinen eigenen Angaben, gäbe es wohl ein, zwei Stellen, wo man das halt vielleicht sehen, spüren könnte. Aber ganz ehrlich, Raphael, da bist du im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg. Mag sein, dass das ganz am Anfang noch ein bisschen besser war, aber das fühlt sich so gut an und ich denke, die Kamera fängt das auch ein, wie sauber hier alles gearbeitet wurde. Man sieht die dicken Titanliner, den Titanrücken, wie mächtig diese Stabilität dieses Messers auch ist. Und das strahlt es einfach auch aus. Diese kunstvolle Skulpturgestaltung, die einfach das Auge anspricht und sofort die Rückmeldung vom Sehzentrum zum Männerhirn der Stabilität. So, yes, das Teil kriegst du so leicht nicht kaputt. Also das ist nicht nur was für die Vitrine. Das ist absolut ein Arbeiter, dieses Teil. Und die Anpassung der einzelnen Teile ist spektakulär. Spektakulär, hoch beeindruckend. Raphael, das soll hier keine Verarsche werden. Ich finde es wirklich so. Das ist absolut hoch beeindruckend. Wie Holz und Titan, wie du das in Handarbeit so hinbekommen hast. Halt nicht per CNC alles auf den Millimeter gefräst, sondern in mühevoller, liebevoller, aufmerksamer Handarbeit alles angepasst wurde. Fantastisch. Die Klinge läuft kugelgelagert. Das funktioniert gut. Das ist ja noch der Prototyp. Raphael selbst möchte in den späteren Versionen noch andere Unterlegscheiben finden, damit das noch flüssiger läuft. Klar, das flippt jetzt noch nicht wie ein Shiro. Ganz klar, da musst du schon einen Push mitgeben, aber das flippt, wie ihr seht, wunderbar. Damit kann man schon zufrieden sein und ich denke, es ist immer gut, wenn man noch ein bisschen Luft nach oben hat und das nicht alles gleich absolut weltspitzenperfekt ist, Raffaele. Das wirst du auch schon hinbekommen und soweit gefällt mir das echt ganz gut. Detent Ball übernimmt beziehungsweise Detent ist Keramik. Detent Ball funktioniert auch wunderbar, hat eine sehr gute, eher eine starke Spannung, wird sauber eingesogen. Passt alles perfekt. Was soll ich da sagen? Das ist eine Lobeshymne, dieses Video. An die
an die Messerbauerfähigkeit, die der Raphael hier zutage legt. Das Messer selbst gefällt mir optisch sehr gut. Ich selbst würde vielleicht eine andere Klinge wählen und auch nicht gestrahlt, aber das sind ja Sachen, die kann man dann mit Raphael, mit dem Messermacher persönlich absprechen bei einer Einzelanfertigung. Alles in allem ist dieses Helios-Design sehr, sehr ansprechend und geschlossen finde ich einfach nur ja wunderschön, absolut gelungen. Dann hat der Raphael noch nach Verbesserungen gefragt. Er selber weiß, dass da noch Luft nach oben ist. Das finde ich schon, erwähnt ich glaube ich auch schon beeindruckend, dass er selber da sein größter Kritiker ist, denn ich finde, das ist schon sehr, sehr gut hier. Alles von der Verarbeitung und so weiter und so fort. Trotzdem hätte ich vielleicht so ein, zwei Dinge, die ich anmerken würde. Hier zum Beispiel, ich hoffe, die Kamera bekommt das alles eingefangen und scharf gestellt. So, ich hoffe, jetzt ist alles zu sehen. Ja, da wurde auf den Titanrücken halt graviert Stach Prototyp Helios. Finde ich super klasse. Ist immer ein toller Touch. Ich persönlich, Raphael, würde immer noch die Jahreszahl mit reinballern. Ja, 2016, sowas macht sich immer gut. Und den einzigen wirklichen Kritikpunkt an diesem Messer, der fängt beim Flipper-Tap an und hört da auch auf. Ansonsten habe ich nämlich hier nichts zu kritisieren. Der Detail ist relativ stark. Der Flipper-Tap ist sehr gerundet. Ist vom Winkel von dieser Rundung im Flipper-Tab zwar ganz gut gedacht, so zum Beispiel für einen Light-Switch, aber man rutscht wirklich sehr, sehr leicht über diesen gestrahlten Flipper-Tab rüber. Da muss man immer konzentriert zur Sache gehen. Das ist zum Beispiel hier beim Shiro ein ganz anderer Schnack. Da haben wir auch einen sehr, sehr starken Detent, aber hier hat man einfach einen ähnlichen Winkel, aber durch das Jimping funzt das ganz, ganz anders. Da würde ich mich wirklich nochmal orientieren an anderen Flipper-Tabs. Macht sich natürlich schön, dieser clean Look. Und wenn du da kein Jimping reinmachen willst, dann solltest du drüber nachdenken, wie du diesen Flipper-Tab gestalten kannst, dass man ja nicht so leicht drüber wegrutscht. Denn wirklich leichtes Spielen, wie zum Beispiel abends vor der Glotze, wenn man ein bisschen rumflippen will, ist hier nur mit Übung machbar. Ansonsten rutscht man hier leicht mal über den Flipper-Tab hinweg. Und das ist so das, was ich sagen würde, Raphael. Da nochmal schauen, wie man das anpassen, verbessern könnte. Und ansonsten habe ich hier gar nichts zuzusagen, außer wow, hoch beeindruckend. Und auch eine Vorstellung zum Preis. Klarer Fall, das Messer bekommt ihr einfach nicht für 300 Euro. Das sollte jedem klar sein, gerade weil hier so viel Handarbeit drin steckt. No chance. Das muss seinen Preis haben und das hat seinen Preis. Da liegen wir hier so zwischen 500, 600 Euro. Und trotzdem ist das eine Preiskategorie, wo ich sagen würde, absolut okay. So muss das sein. Man muss da auch seinen Gegenwert für all diese Handarbeit bekommen. Für die Wertigkeit, die dieses ganze Messer hier ausstrahlt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Raphael, das Teil mal befingern zu dürfen. Starkes Teil. Bin sehr gespannt, was von dir da noch kommt. Alles klar, wie gesagt, wer jetzt auch denkt, Mann, heftiges, hochbeeindruckendes Teil, der checkt die Videobeschreibung aus, findet ihr Kontaktdaten und so weiter, noch weiteres halt an Infos zu Raphaels Messern und zu Raphael selbst und dann könnt ihr Kontakt mit ihm aufnehmen. Ja, und ich bedanke mich wie immer bei euch, für alle, die wirklich die Geduld hatten, bis zum Ende dabei zu bleiben, einen besonderen Dank und wie immer, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.